Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ich muss mal eben kurz gucken, weil wir hatten ja, treffen uns Mittwochnachmittag vor Markus Laden. Genau, das war's. Da muss ich jetzt mal eben schnell hin. Oh. Boah, jetzt hänge ich hier auch noch irgendwo fest. Ist zu jung, um geerntet zu werden. Die anderen auch? Okay. Dann sind sie zu jung, dann ist okay, dann können wir direkt hier weiterlaufen. Oh, wir können auch andere Sachen hier noch ernten. Sehr schön. Aber da werden wir uns jetzt erstmal nicht von ablenken lassen. Wir werden uns jetzt erstmal aufmachen zu Markus Laden. So. Einmal. Das war das, ne? Und irgendwie höre ich jetzt aber gar keinen Ton. Warum höre ich jetzt hier eigentlich keinen Ton? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Bis gerade hatte ich noch Ton. Dann habe ich wieder auf Aufnahme gedrückt und plötzlich habe ich keinen Ton mehr. Das verwirrt mich ein bisschen. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, was mit den Toneinstellungen nicht in Ordnung ist. Kleinen Moment. Ich weiß nicht, was es war. Ich höre immer noch nichts, aber es scheint alles soweit okay zu sein. Vielleicht ist jetzt einfach nur gerade kein Geräusch da. Normalerweise meine ich, höre ich sonst immer ein bisschen die Umwelt und so. Moment, Markus Laden. Der ist hier runter und nach dem Restaurant links. Okay. Schauen wir mal. Dann hier nach rechts. Ach so, steht ja auch hier unten drin. Hätte ich mich natürlich auch dran orientieren können. Ist wieder besonders clever heute von mir. Mit ihm müssen wir aber nicht reden, ne? Hi. Ach so, das ist der eine, okay. So, wir haben Nachmittag. Wir stehen vor dem Laden. Ich hoffe, wir sind richtig. Markus Laden, wo ist sie? Warum ist sie noch nicht da? Mona möchte ein klärendes Gespräch mit Marco führen. Sie möchte, dass ich dabei bin. Wir treffen uns Mittwoch, das ist heute. Nachmittag vor Markus Laden. Nachmittags haben wir. Wo ist Mona? Ich werde jetzt hier einen Moment stehen bleiben und warten, dass Mona kommt. In der Hoffnung, dass sie auch kommt. 2 Stunden später. Ah, da ist sie. Hallo Gameplayerin. Hallo Mona. Da kommen wir ja beide zur rechten Zeit. Ja, ich stehe ja schon eine Weile. Willst du gleich hineingehen? Auf jeden Fall. Hallo Marco. Guten Tag, Mona. Kommst du nun schon persönlich, um meinen Laden auszuspionieren? Marco, ich spioniere nicht, weder persönlich noch durch jemand anderen. Ja, und die Höhlen sind ein gemütlicher Ort. Auch das wäre schön. Marco, würdest du mir bitte zuhören? Nun gut, dann sprich. Hallo Marco. Ah, hast du Gameplayerin nun auch in die Sache hineingezogen? Ich denke eher, dass du das warst. Ich? Ich bin nur hier, weil ich möchte, dass ihr euch wieder vertragt. Und ich bin auch nur aus diesem Grund hier. Ich möchte dir einen Vorschlag machen, Marco. Ach, warum soll ich mir das anhören? Lass Mona doch erst einmal ausreden, Marco. Ach, na gut. Also, ich habe mir überlegt, dass wir zusammenarbeiten sollten. Wir könnten doch unsere beiden Läden zusammen verwalten, dann sind alle Probleme gelöst. Und wie stellst du dir das vor? Wir kaufen zusammen ein und teilen den Gewinn am Ende jeder Jahreszeit. Ach, du meinst, du willst auf alle deine Vorteile verzichten? Auf welche Vorteile denn?
Auf die bessere Lage deines Ladens, darauf, dass die Menschen dich lieber mögen. Ach, Marco, mir ist es doch viel wichtiger, dass zwischen uns Frieden herrscht. Meinst du das ernst? Ja, natürlich. Wir können meinetwegen gleich die Einzelheiten besprechen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Anscheinend werde ich hier nicht mehr gebraucht. Nein, aber schön, dass du mitgekommen bist. Bis bald, ihr beiden. Auf Wiedersehen, Gameplayerin. Tschüss. Na, Wirtschaftsberater, helfe Mona und Marco, eine Lösung zu finden. Na, sehr schön. Dann haben wir doch endlich wieder was Gutes getan hier. Sehr, sehr schön. Werkzeug für Keilern. Was war? Ach so, das war das mit der leichten Ernteleiter. Entweder beim Schreiner Till kaufen oder selbst herstellen, was günstiger ist. Ja, das Problem ist nur, ich habe die Sachen halt nicht. Ich müsste dafür eine Leiter kaufen. Wo ist denn Till? Till, Walter? Das ist wahrscheinlich jetzt eh gerade... Achso, da links? Moment, da müssten wir jetzt... Wo bin ich denn gerade? Da müssten wir jetzt quasi runter und dann nach links. Jetzt ist es ja auch noch nebelig. Oh, ich hab fast kein Essen mehr. Oh. Das wollten wir auch noch machen. Moment, da müsste ich nach Tiffany's, ne? Da muss ich nach oben und nach links. Ich meine, bei Tiffany's muss ich verkaufen. Ich weiß schon gar nichts mehr gerade im Moment, weil ich habe davor eine Folge aufgenommen bei einem Spiel, was mich total verwirrt hat, weil ich irgendwie nirgendwo zum Ziel hingekommen bin. Und ja, jetzt bin ich seitdem komplett verwirrt. Nee, Moment. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Ach nee, Tiffany. Ach Quatsch. Wo bin ich denn? Monas Laden war das. So, nicht Tiffany. Ach. Ja, ich sag doch, ich bin hier komplett verwirrt. Ich weiß. Das sage ich irgendwie in jeder Folge. Aber heute ist es wirklich... Also heute haben sie echt sonst was abgeschossen. Ach, die haben mich zu einer Ecke hingeführt, wo ich überhaupt nicht hochkam und nicht hochgesprungen kam und gar nichts. Und ja, seitdem geht irgendwie gar nichts mehr. Ach so, du bist auch schon wieder da, stimmt. Moment, du kaufst mir die Sachen aber ab. Ankaufpreis 52%. Ich gucke jetzt extra nicht nach, weil ich es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr weiß. Aber ich meine... 6 Mal sind 2000. Die Nüsse will ich auf gar keinen Fall verkaufen. 2000. Moment, ich bin gerade am Überlegen. Das war 600 oder was. Ne? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet heute. Es tut mir leid. Ich schaue jetzt doch noch mal kurz nach. Ich hoffe, das dauert jetzt hier nicht so lange. Geld verdienen. Gemüsesuppe. Ne, 800. Ist das, war das die Gemüsesuppe? Ne, das waren die Bratkartoffeln. Sind 500 noch was. Das sind 400. Ja, ja, doch, dann sind wir hier. Ach, können wir nicht alles auf einmal verkaufen? Na gut, machen wir das mal hier so. Ich hoffe, wir kommen mit dem Essen aus, bevor wir irgendwas anderes irgendwie noch umkippen oder so. Dann haben wir 11.000. Okay. Ich muss aber irgendwie noch die Leiter kaufen. Der Schreiner ist unter uns. Muss ich mal eben gucken. Ich weiß nicht, wie teuer jetzt die Leiter war, wenn man die so kauft. Weil Baum konnten wir die nicht. Da hatten wir nicht alles für, meine ich. Wir brauchen eine Ernteleiter. Die wären 3.200. Das ist natürlich auch sauteuer. Eine Ernteleiter, Durit-Erz und ein Schild. Ich brauche eine leichte Ernte. Hä? Nee, gute, leichte Ernte. Ich kann mir reden. Gute, leichte Ernteleiter. Ich brauche aber nur die leichte Ernteleiter für den, oder? Das sind alles die Klamotten. Was ist das denn hier? Holzstapel. Ach so, das ist aber nur als Deko. Leichte Ernteleiter. Also wenn wir die kaufen würden, wäre das viel mehr, als ich jetzt überhaupt habe.
Ich habe aber nur das hier. Gute, leichte Ernteleiter. Wollte er jetzt eine gute haben oder wollte er jetzt... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Braucht er eine leichte Ernteleiter? Wahrscheinlich kann ich das jetzt nicht mehr kaufen, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir haben jetzt sowieso Abend. Wir haben alles verkauft, was wir drin haben. Ich würde... Wer ist denn das mit dem Cape hier? Eugenia. Ach so, okay. Im Wald gibt es viele Farme, die man in der Alchemie häufig braucht. Halte Ausschau nach ihren Blüten. Ja, okay. Also wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Ja. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich weiß auch nicht warum. So, dann. Was jetzt? Hallo? Ich drücke auf den Erntekorb auf einmal. Ah, hallo! Hallo Flauschi, wie geht's dir denn? Ich glaube, Flauschi geht's gut. Ich bin mir nicht sicher. Ist auch noch zu jung, um geerntet zu werden. Das ist noch zu klein, das sie. Oh, unser Nachwuchs ist da. Habe ich das letztes Mal auch schon gesagt? Doch, da liefen die auch schon rum, ne? Aber der ist schon das nächste wieder am Gucken. Ach du Schande. Ich sehe hier gar keine Eier zum Einsammeln, wenn ich ehrlich bin. Hier ist alles voll. Oh mein Gott. Moment. War das nicht mit der. Mit der. Oh, ich drücke schon wieder I für. War das nicht mit der Sichel? Du mich da immer wieder bei, aber das ist richtig, okay. Weil ich sehe hier mittlerweile, ist ja schön, dass ihr jetzt den tollen Boden habt, aber ich sehe hier mittlerweile gar nichts mehr. Liegen hier überhaupt noch irgendwo Eier rum? Ich glaube nicht, ne? Sonst hätte ich die jetzt schon. Oh, das ist ja doof. Ich meine, das ist schön, wenn jetzt überall die Hühner sind, aber ich hätte schon gerne noch ein paar Eier gehabt, so, die ich einsammeln könnte. Hier unten haben sie auch keine, ne? Ich muss echt mal gucken, dass ich hier das Ganze mal ein bisschen freier bekomme. Dass ich wieder mehr gucken kann, haben sie da Eier gelegt oder haben sie keine gelegt? Weil die müssten ja eigentlich schon lange wieder welche gelegt haben. Moment, hier ist auch gerade. Ne, das geht noch. Hier ist was, hier ist was. Hier wächst auch noch was, aber da ist soweit eigentlich noch alles okay. Da muss ich noch nichts neu machen. Und was ist hier? Oh, da haben sie kein Wasser mehr, kein Wasser mehr. Oh, das waren, glaube ich, die Erdbeeren, oder? Ich muss hier mal eben schnell. Moment, das schmeißen wir mal hier rein. Und zack. Und die nehmen wir mit. Jetzt gucken wir hier auch mal eben. Moment, bei denen ist das noch soweit okay. Da ist es auch noch okay. Aber hier müssen wir ganz schnell. Ja, hier ist es jetzt auch wieder okay. Die Sträucher. Die brauchen wieder Wasser. Na, den füllen wir auch nochmal eben auf hier. Okay. Aber ich höre irgendwie immer noch nichts. Ich weiß nicht, hört ihr irgendwas? Ich habe jetzt auch nichts gehört, als er das Wasser aufgefüllt hat. Das ist jetzt gerade irgendwie total komisch. Aber ich habe den Test gemacht. Also, wenn ich was anderes starte, höre ich alles. Das heißt, entweder hat sich das Spiel jetzt irgendwie aufgehangen bei mir. Das kann natürlich auch sein. Oder ich weiß gerade nicht, was es ist. Ich meine, wir haben ja jetzt sowieso nicht mehr so lange, deswegen hoffe ich, dass ich das danach dann noch mal beseitigt bekomme vor der nächsten Aufnahme vom nächsten Spiel. Aber es ist irgendwie seltsam. So, wir haben 9. Das können wir erstmal abernten. Ich weiß ja nicht, wann wir die wieder bekommen oder wofür wir die überhaupt bekommen hier. Ist das Eichhörnchen hier eigentlich alles so schön sommerlich am Machen? Oder weil es läuft hier die ganze Zeit so alles ab? Das können wir. Ach doch, können wir doch. Ach cool. Dann machen wir das doch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bis die Sonne untergeht. Das können wir auch, ne? So, hier haben wir auch noch mal ein bisschen was. Hier komme ich gar nicht rum jetzt.
Weil es ist natürlich schön, wenn das hier alles auf der Farm ist. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, ist hier irgendwas drauf? Das sehe ich jetzt nicht. Nee. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte es jetzt auch nicht alles hier auf der Farm haben. Weil ich möchte natürlich hier auch noch andere Sachen pflanzen können. Dementsprechend alles, was jetzt hier so im direkten Umfeld ist, das kann gerne ein bisschen weg sein. Aber es sieht schon schön aus, so mit den Blumen hier drumherum. Es muss nur nicht unbedingt gerade hier sein. Aber okay. Stapel auffüllen. Zack. So, das noch. Warum der die Blumen hier nicht auffüllt, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Moment, wieso hat der die leeren? Ach so, weil ich da später noch was gemacht habe wahrscheinlich. Deswegen hat er die jetzt oben reingeworfen. Hallo? So, dann haben wir nämlich schon wieder Nacht. Dann müssen wir nämlich schon wieder hier. Und am nächsten Tag müssen wir wahrscheinlich wieder erstmal alles hier ernten. So, das einmal rein. Wo habe ich denn die Blumen gehabt? Ich glaube hier irgendwo, ne? Oder war das doch links? Das war, glaube ich, doch links. Nee. Ach, die Blumen haben wir schon aufgebraucht, oder wie? Deswegen macht er die nicht mehr rein? Oder habe ich die drin? Bin mir jetzt nicht so sicher. Das kann ich noch so machen. Moment, das tun wir erstmal wieder hier oben rein. Ach so, ja, genau. Eine Sache muss ich noch eben machen. Bevor ich schlafen gehe, ich wollte mal eben gucken. Das ist die leichte Ernteleiter. Ja, dann haben wir das wahrscheinlich deswegen. Wir brauchen dann eine normale Ernteleiter. Die können wir kaufen. Und wir brauchen Steinholz. Das war das Problem, genau. Eisenerz haben wir noch. Zutat für diverse Rezepte. Ja, aber wo kriege ich nochmal Steinholz her? Steinholz. Das können wir hier nicht. Nee, da wollte ich auch gar nicht rein. Wo wollte ich denn rein? Bauen, Inventar. Ja, bauen ist es. Nee, da komme ich ja hier rein. Kann ich das unter? Aber hier sind nur. Nee, da sind auch die Hinweise. Steinholz. Aber ich habe nichts gefunden über Steinholz, oder? Mehr habe ich gar nicht. Aber ich glaube, ich kann doch noch kein Steinholz holen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, wo kriege ich denn Steinholz her? Und da die Folge diesmal totale Überlänge hatte, sage ich damit auch danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!